herzlich willkommen zu einem kurzen Update-Video für das Samsung Galaxy S2. Ihr seht das Handy hier, wir können es mal ganz kurz entsperren. Ja, Samsung hat es endlich geschafft, das nächste Android-Update zu liefern. Das Samsung Galaxy S2 wurde ja ausgeliefert mit der Android-Version 2.3.3. Und Samsung hat es jetzt, wie gesagt, geschafft, das Update zu liefern auf Android 2.3.4. Ich kann euch das hier mal ganz kurz zeigen. Wenn man hier auf die Einstellung geht und dann hier unten auf die Telefoninfo, dann seht ihr es hier. Hier ist jetzt die Android-Version 2.3.4 drauf. Ja, HTC hatte das ja bei dem HTC Sensation schon vor einiger Zeit geliefert. Wie gesagt, Samsung hat jetzt hier nachgezogen. Was allerdings ein bisschen seltsam ist, und das ist für euch auch wichtig zu wissen, dieses Update könnt ihr nicht over the air beziehen, das heißt eben nicht einfach über das Handy, über WLAN. Da hat das Handy immer angezeigt, dass kein Update vorliegen würde, sondern ihr müsst das Ganze über Keys machen. Und dann funktioniert das auch. Gegebenenfalls müsst ihr vorher eure Keys-Version nochmal aktualisieren, bevor ihr das macht. Aber dann funktioniert das Ganze auch. Hat bei mir ziemlich lange gedauert. Ich musste erst das Update machen von Keys und dann noch das neue Betriebssystem installieren. Also da bin ich fast auf eine Stunde gekommen. Aber egal, ist natürlich ein bisschen unverständlich, warum das nicht over the air kommt, aber was soll's, Hauptsache es ist jetzt da. Das Samsung Galaxy S2 ist insgesamt noch schneller geworden. Ich habe in dem Quadranttest weit über 3000 Punkte erreicht mit dem neuen Update. Und der Akku hält wirklich länger als vorher, das muss man sagen, ist auch eine Optimierung. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Update und besser spät als nie. Ja, Freunde, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Falls ihr das Update noch nicht habt, schließt euer Samsung Galaxy S2, wie gesagt, an Keys an und dann werdet ihr es auch relativ schnell haben. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise see you!